Servus, grüß euch und hallo, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt hier in unserer Rezepteküche auf etza.online. Heute eine Buddha Bowl mit Lachs und Avocado. Die hier angegebenen Zutaten reichen für 2 Portionen und euer Zeitaufwand beträgt so ca. 30 Minuten. Ihr benötigt hierfür eine Handvoll grünen Salat, 2 Lachsfilets, 2 große Möhren, eine reife Avocado, 5 bis 6 Kirschtomaten, eine rote Zwiebel, eine Handvoll Oliven, Salz, Pfeffer und Rosmarin und zu guter Letzt etwas Kokosnussöl zum Anbraten. Kommen wir zur Zubereitung. Als erstes die Lachsfilets waschen, mit Salz, Pfeffer und Rosmarin würzen und mit Kokosnussöl anbraten. Dann die Karotten schälen, würzen und ebenfalls für 5 bis 10 Minuten in Kokosnussöl anbraten. Nun den Salat waschen und bei Bedarf zerkleinern. Die Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Die Avocado schälen und klein schneiden. Die Tomaten waschen und halbieren. Zum Schluss alle Zutaten in eine tiefe Schüssel geben und die Lachsfilets als oberstes anrichten. Ein beliebiges Dressing separat dazu reichen, dass jeder ganz nach eigenem Geschmack zugreifen kann. Fertig!